Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur DRK-Sprechstunde. Wir haben ein interessantes Thema und wie immer in der Zeit der Corona-Pandemie fragen wir uns, was hilft eigentlich und können Blütenpflanzen wie der Sonnenhut gegen Corona helfen? Wir haben dazu einen Experten gewinnen können, das ist Herr Patrick Quiek. Herr Quiek ist Apotheker, Pharmazeut und Besitzer der Kongressapotheke. Herr Quiek, herzlich willkommen. Herr Quiek, klären Sie uns erst einmal auf, unter welchem Namen kennen die meisten Deutschen das Präparat, welches die Pflanze Sonnenhut bzw. Kaplan-Pelargonie enthält? Genau. Sonnenhut kennt man hier unter den Namen Echinacin oder Esperitox zum Beispiel. Und die Pelargonie findet man in Umkaloabo. Ein solches Echinacea, also Sonnenhut-Naturheilmittel, versetzt seit September die Schweiz wegen angeblicher Wirkung gegen Corona in Aufregung. Warum? Wie ist das belegt? Ja, eine Studie soll die Wirksamkeit belegt haben, aber es ist so, dass die Studien nicht am Menschen durchgeführt worden sind, sondern im Reagenzglas, also in Vitro. Das heißt, man weiß, dass es gegen Viren wirksam war, aber man ist sich noch nicht so schlüssig, was jetzt tatsächlich wirksam war, weil es war ein alkoholischer Extrakt und Alkohol ist, wie Sie wissen, genau wie in Desinfektionsmitteln da, um Viren abzutöten. Also es ist in Deutschland noch nicht so sehr angekommen, dieser Hype, weil die Firma für dieses Arzneimittel auch nur in Österreich eine Zulassung hat. Nichtsdestotrotz, es ist ein gutes Arzneimittel, sage ich jetzt mal, um sein Immunsystem zu stärken. Man sollte eigentlich einfach alles machen, um sein Immunsystem oben zu halten, um hier Corona entgegenzufiebern, sage ich jetzt mal. Falls die Zellversuche auf den Menschen übertragbar wären, würde das Präparat dann für die Prophylaxe oder auch für eine Therapie bei bestehender Covid-Erkrankung sich eignen? Also es würde auf jeden Fall prophylaktisch funktionieren, aber bei einer Covid-Erkrankung, denke ich mal, unterstützend auf jeden Fall. Man braucht natürlich sehr, sehr viel Sonnenhut, wenn man tatsächlich den Presssaft trinken möchte. Es gibt natürlich hervorragende, gut eingestellte Tinkturen in der Apotheke oder Tabletten, die man hier regelmäßig einnehmen kann. Meine Empfehlung zum Beispiel, lieber das Umkaloabo zu nehmen, das kann man sogar ein ganzes Jahr lang nehmen. Das hat keine Nebenwirkungen. Echinacea, also Sonnenhut, wird ja auch anders eingesetzt. Wofür und wobei? Alle Präparate hier sind dafür da, um das Immunsystem erstmal zu stärken, damit man damit der Körper besser gegen Bakterien und Viren sich wehren kann. Abschließend noch eine Frage zur Herstellung der Präparate. Wie werden Naturheilstoffe gewonnen? Welche Länder haben sozusagen Plantagen angelegt und verarbeiten diese zu Heilmitteln? Das ist eine sehr interessante Frage. Es gibt Plantagen, die natürlich angelegt worden sind. Das sind verschiedene Länder. Das wird hier in Echinacea wird zum Beispiel in Nordamerika oder auch in Deutschland kultiviert. Die Pelargonie wird nur in Afrika angebaut. Aber auch Afrika ist groß. Man könnte das natürlich erweitern, wenn tatsächlich die Nachfrage vergrößert wird. Würde es überhaupt ausreichend Kapazitäten geben, wenn sich die prophylaktische Wirksamkeit herausstellen würde von Echinacea? Das ist natürlich jetzt nicht etwas, das man von heute auf morgen kultivieren kann. Das dauert natürlich auch Jahre letztendlich, um größere Plantagen neu zu errichten und so. Aber es ist, ich denke, da wird schon was einiges gemacht, damit der Bedarf gesättigt werden kann. Herr Quiek, wie ist dann Ihre abschließende Empfehlung zum Einsatz von Echinacea und Pelargonie? Also die Echinacin-Präparate dürfen normalerweise nur beschränkt eingenommen werden.
Empfehlung wäre hier so 2 Wochen, 4 Wochen wäre hier okay, am Stück zu nehmen. Die Pelargonienwurzel hat hier keine Begrenzung. Also das könnte man dauerhaft nehmen. Vielen Dank, Herr Quiek, für Ihre Ausführungen. Vielen Dank, meine sehr geehrten Damen und Herren, dass Sie dabei waren. Ich denke, wir haben viel gehört. Es war interessant. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal.